SUV. Pull up strong mit mein Team, keiner macht like this. Rolls Royce Cullinan in London, SUV. Bentley, Bentayga. Ja, Leute, was geht, Alter? Was hat ein Video auf meinem Kanal? Schön im Sonnenuntergang mit dem Producer Kai, ihr wisst Bescheid. Heute zeigen wir euch, wie eine praktische Prüfung abläuft, dass ihr nicht so durchwallert wie ich natürlich. Also wir starten, Schlüssel habe ich schon in der Hand. Und an die ganzen Hobby-Cops, ich habe den Führerschein, den kleinen 31er. Ich zeige euch kurz meinen Führerschein, dass ich hier keine Anzeigen kriege, weil ich, sollen wir ja nicht. Hier ist mein Führerschein. So, zack, ihr habt ihn gesehen, mehr wollen wir auch nicht liegen. Gut, als erstes müsst ihr den Schlüssel einstecken oder meistens steckt der Schlüssel schon drin. Gut, gut. Steck mal rein, die Lotse. Erstmal Zündung anmachen und dann, das Auto hat natürlich ein bisschen Hightech, hat schon Automatic-Mode. Musst du einfach hier und als erstes, der fragt euch, Abblendlicht. Dann machst du hier, Pop, und dann gehst du hier, zweites Ding, das Abblendlicht. Dann geht man nach vorne, dann überprüft man das, ob das Abblendlicht an ist. Und hier siehst du jetzt, das Abblendlicht ist vorne an und hinten muss es auch an sein. Ja, hier hinten ist es auch an. Also, es funktioniert, wenn nicht, wäre auch ein bisschen schwierig. Und jetzt Fernlicht, ganz wichtig, müsst ihr nach ganz rechts. Jetzt seht ihr schon, wie das Licht sich schon erhält und einfach heller wird und das Licht vorne an ist. Dann gehen wir rum, bub, das funktioniert. Oh, fast ausgerutscht, direkt Schlamm. Dann geht es genauso und jetzt macht man Fernlicht. Man drückt den Hebel einfach nach vorne und dann ist Fernlicht an. Und dann macht man hier zurück, das ist wieder aus und das ist wichtig, der linke Spur. Immer Lichthupe. Immer Lichthupe. Das Auto machen wir aus. Jetzt zeige ich euch die Motorhaube. Das fragen auch die meisten. Bei mir wurde es, glaube ich, auch gefragt. Gehen wir nach vorne. Und was auch sehr wichtig ist, ist, wie viel Millimeter darf der Reifen haben? 1,6 Millimeter, klein Schlawiner. Ich weiß es noch, sehr Profi, Digga. Motor ist heiß, weil wir sind geballert. Aber immer regelkonform. Der Fahrprüfer wird euch fragen, wo ist das Wischwasser? Hier ist das Wischwasser. Wischwasser. Hier tut man das Öl nachfüllen. Hier tut man den Ölstand überprüfen. Aber bei kalter Motor und gerade Fläche, sonst ist es verfälscht. Und hier ist Kühlwasser. Und machen wir wieder zu den Schlümmel. Und jetzt steigen Sie bitte ein und jetzt fahren wir. Sitz einstellen, Rückspiegel einstellen, dass wir perfekte Sicht haben. Motor an, Handbremse lösen, Schulterblick, Blinker links, erster Gang und losfahren. Fahr los. Immer schön anfahren, liebe Freunde. Hier müsst ihr auch auf achten wegen Kindern und so. Nicht, dass wir die mitnehmen, weißt du. Jetzt fahren wir eine kleine Runde durchs Dorf, weil das ist immer das Schwierige, wegen rechts vor links und so. Und auch da sind auch gerne Fußgänger unterwegs, wie wir hier das vor uns sehen. Wenn jetzt nicht so nice ist, können wir mal auf den Bürgersteig gehen, Alter. Gut, gehen halt nicht auf den Bürgersteig. Kleine Transen. Hier ist auch 30, so, hier muss man auch achten auf rechts vor links, das kann einen echt die Prüfung kosten, wenn man das nicht richtig gescheit sieht. Ja, dann düsen wir ein bisschen weiter, immer gucken, Kinder und so, Obacht, weil die können auch gerne mal auf die Straße springen, die kleinen Schlingel, und dann überfahrst du kurz ein Kind, das aber auch nicht so nice ist. Jetzt müssen wir gucken, hier ist rechts vor links, ist kein Auto, die denkt sich auch, was ist da denn los, Cousin? Der Star ist weg, Alter, ihr wisst Bescheid. Und dann düst man hier auf ganz gechillter Basis runter, so. Und dann besteht man halt den Führerschein, nicht so wie ich. Ich hab bisher ein paar Versuche gebraucht, aber was soll man machen? Jetzt fahre ich besser als andere, die seit 5 Jahren den Führerschein haben. No front an der Stelle. Ja, und da vorne sind wir bei einer Kreuzung. Wir müssen auch drauf achten, weil hier ist Double rechts vor links. Einmal hier müssen wir aufpassen und einmal da vorne. So, und das ist ganz gefährlich.
fahren links, bub, fahren wir hier hoch, zack, zack, easy Prozess, bub, lass wieder rechts vor links. Ja, ich hab verfolgt, du Ding, denke ich mal, keine Ahnung, sorry. Man erkennt es auch rechts vor links, wenn die Straßenschilder da rechts rein zeigen. So müsst ihr immer drauf achten. Und ja, das war jetzt kleine Dorfrundfahrt auf ganz chilliger Basis. Und dann müsst ihr noch einparken, dann müsst ihr noch umkehren und sowas. Hier fahren wir auch links rein. Zack, zack. Und dann parken wir mal hinter dem Benzer, hinter dem Daimler. Rechts blinken, Schulterblick, rüber, einschlagen. Zack, zack, hier, bub, bub. Und beim Parken ganz wichtig, in Gang rein, Handbremse, Gang drin, aus und vorbei. Soll ich das aus dem Video hoffentlich? Besteht ihr die Prüfung, ihr kleinen Schlingel, Alter, und die Fahrschule zieht euch nicht ab. Bis zum nächsten Mal, lasst ein Like, Abo da, bis zum nächsten Mal. Bis dann.